Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr im Titel erkennen könnt, geht es heute um einen ganz besonderen Schuh, wenn nicht sogar meinen absoluten Lieblingsschuh, wobei ich alle meine Schuhe liebe. Aber ihr kennt ihn, das sind meine Triple S von Balenciaga. In natürlich der am leichtesten kombinierbaren Farbe, die es gibt. Nicht. Nichtsdestotrotz finde ich den Schuh absolut schön und ich finde ihn echt cool, weil abgesehen von der Silhouette, er halt auch einfach noch ein bisschen auffällig ist. Und ich es einfach cool finde, wenn Schuhe halt einfach das Highlight vom Outfit sind. Und da ist der auf jeden Fall, egal wie ich ihn kombiniere, immer das Highlight. Deswegen zeige ich euch heute fünf Inspirationen bzw. fünf, ja, Outfits, so wie ich ihn kombinieren würde bzw. in der Vergangenheit einfach kombiniert habe. Und da bin ich natürlich gespannt, welches Outfit ihr am besten findet. Fangen wir an mit dem ersten Outfit und zwar ist es das hier. Das Outfit ist auf jeden Fall, ja, finde ich echt cool. Hier habe ich mich mehr konzentriert, anstatt irgendwie mit Farben zu spielen, dass ich sage, okay, ich ja, gehe ein paar Stilbrüche, die natürlich auch so für Balenciaga typisch sind, weil die ja natürlich auch vor bestimmten Stilgrenzen keinen Halt machen und da drüber hinausgehen. Auch hier habe ich ein Oversize Hoodie mit meiner ja, Anglerweste kombiniert, was ich so recht lässig finde. Dazu eine Camo Cargo, die halt farbtechnisch mit diesen Grau-Aspekten perfekt zu den Schuhen passt. Dazu eher weiße Socken, um das natürlich ein bisschen schlichter zu halten. Man sieht aber halt auf Anhieb natürlich, dass der Schuh der absolute Eyecatcher ist und oben durch das Dunkle halt auch irgendwo das ein bisschen in den Hintergrund gerät. Aber ich habe halt hier gedacht, okay, um halt den oberen Teil des Outfits wieder ein bisschen hervorzuheben bzw. einzigartig zu machen, setze ich einen Hut auf, was natürlich auch wieder extreme Geschmackssache ist bzw. viele von euch da draußen nicht feiern, aber ich finde es halt stilistisch echt cool bzw. ist halt auch so ein bisschen Street-Style, Ranger, ja, so ich mag es einfach und ich meine, ich trage jetzt auch nicht täglich Hut bzw. sogar relativ selten, aber nichtsdestotrotz finde ich das für solche Outfits halt echt mega cool. Das zweite Outfit wird euch da draußen wahrscheinlich einfach besser gefallen, weil es ja die schlichten Elemente vom ersten Outfit jetzt hier nochmal komplettiert hat. Dass man hier, also ich habe halt einen komplett monochrom Look gebildet aus Schwarz, habe extra ein T-Shirt genommen mit weißer Schrift, um halt die weiße Schrift von der Hose nochmal aufzugreifen. Dazu eine schwarze gerippte Jeansjacke, die leicht Drop Shoulder mäßig sitzt. Dazu eine Beanie, schwarze Socken und dann halt eben wieder der extrem auffällige Schuh. Und weil ich mir dachte, okay, der Schuh ist so dekadent, der ist so auffällig, dann muss es natürlich auch eine recht auffällig große Brille sein. Und dann habe ich die von MCM genommen, die natürlich auch extrem dekadent da das halbe Gesicht ja, verdeckt. Aber nichtsdestotrotz finde ich den Look halt auch extrem geil. Absolut schlicht, unauffällig, aber die Schuhe sind wieder ein absoluter Eyecatcher. Deswegen mag ich die Schuhe ja so. Das Outfit ist auf jeden Fall eins von meinen Lieblingen, aber hier muss man natürlich sagen, im Vergleich zu dem vorhergehenden ist das alles andere als schlicht oder dezent gehalten. Hier habe ich insgesamt, ja, glaube obenrum drei verschiedene Jacken an oder Hemden. Alle halt im Denim-Look, weil wie gesagt, ich finde die Kombination aus Jeansstoff und Gelb extrem gut und ich muss auch sagen, dass Jeansstoff auch mit dem Neongelb ziemlich gut harmoniert. Also wie gesagt, ich finde die Kombi extrem geil. Monochrom-technisch kannst du eigentlich alles zu diesem Schuh anziehen. All white, all black, all grey oder hier all denim oder was auch immer. Weil dadurch, dass du den Monochrom-Look hast, ist ja alles relativ einheitlich und dann sind immer die Schuhe ein Highlight. Und das ist ja im Endeffekt Sinn und Zweck, wenn man sich solche auffälligen Schuhe holt. Auch hier finde ich es cool, dass natürlich die Töne so ein bisschen harmonieren, hab dann eben auch mit verschiedenen Jeansstoffen gespielt, einmal halt hell, ein bisschen dunkler, dann halt eben diese Flecken und sowas. Finde ich in Kombination aber wirklich echt geil. Hab dazu aber diesmal keine Kopfbedeckung gewählt, weil das Outfit an sich so schon auffällig genug ist. Ja, beim nächsten Outfit habe ich auch so einen kleinen Stilbruch begangen, beziehungsweise habe ich ein bisschen rumexperimentiert und zwar habe ich meine Weste quasi über normales T-Shirt gezogen. Hab dazu halt jetzt straight Hosen angezogen, weil wie gesagt, finde ich auch ein cooler Look, wenn du so straight Hosen hast, die ein bisschen hochgekrempelt sind. Und dazu trägst du halt dann die Schuhe. Dafür habe ich graue Socken angezogen, um den Schuh wieder ein bisschen aufzugreifen. Die Kombination aus Braunton und dem Neongelb, muss ich sagen, war ich anfangs extrem skeptisch, gefällt mir aber extrem gut, ist halt irgendwie mal was anderes. Natürlich beißt sich das etwas mit den Grautönen, aber ja, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Ich
finde den Mantel extrem geil und ich finde halt die Kombination, dass ich die Weste drunter trage, extrem cool und einfach mal was anderes. Ja, und das letzte Outfit ist auch eins meiner absoluten Favoriten und halt auch wieder so ein Stilbruch. Da habe ich einfach, ja, eine Anzughose quasi zu den Triple S an. Man sieht hier, dass die Anzughose natürlich relativ eng sitzt, weil sie halt so einen schickeren Charakter hat. Dazu halt eben die Vetements-Socken, die perfekt zu den Schuhen passen. Aber ich habe insgesamt ja ein komplettes Monochrom All-Cray-Outfit quasi kreiert. Wollte halt eben dann stilistisch so einen kleinen Bruch reinbringen, indem ich anstatt irgendwie ein Hemd oder sowas halt so ein Dreiviertel-Sleeve, Oversize-T anziehe. Dann aber noch eben die graue Camo-Jacke, was ich halt echt auch ziemlich cool finde. Klar, beißt sich ein bisschen das Muster, weil die Hose ist gestreift und Camo-Muster ist ein Mustermix. Finde ich aber jetzt hier noch recht dezent, von daher ist es völlig okay. Und dazu halt wieder die Beanie, die etwas hellgrauer ist. Ich habe mich extra für ein dunkelgraues Shirt entschieden, um den Kontrast zu bilden, weil sonst sieht es irgendwie zu einfach aus. Beziehungsweise wurde ja hier auch mit verschiedenen Grautönen gespielt. Ja, deswegen ist das mein absolutes Highlight-Outfit und finde ich, natürlich finde ich alle cool, aber das ist so noch im Ranking auf jeden Fall mit unter den Top 3. Ja, Freunde, jetzt bin ich natürlich gespannt, welches Outfit ihr am besten fandet. Schreibt es mir in die Kommentare, was haltet ihr allgemein vom Triple S? Die Meinungen gehen da ja mega auseinander. Das heißt, viele hassen ihn, andere lieben ihn. Was ist eure Meinung dazu? Wie findet ihr natürlich auch den gewagten Colorway? Oder soll ich mir lieber einen anderen Colorway holen? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Checkt gerne mein Instagram aus und für alle die, die sich genauso sehr für Shishas interessieren wie ich, die können gern auch meinem Zweit. Profil Sheesh Brothers mit meinem besten Freund Robby zusammen folgen. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Da bewerten wir Shisha-Bars aus der Umgebung. Beziehungsweise könnt ihr mir natürlich auch schreiben, wo ich mal hinkommen soll, um mit euch eine Shisha rauchen zu gehen. Also, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video.